Hallo und willkommen zurück in Adania. Hier live aus dem Osterevent. Hier ist auch ein bisschen was los. Kleine Zwerglamas laufen hier rum. Unter anderem hinten auch bei dem großen Killerkaninchen, da ist richtig was los. Ich habe eben gelesen, in 400 Sekunden spawnt ein neues Kaninchen. Es ist wohl schon ein paar Mal platt gemacht worden. Und es droppt wohl auch ein paar feine Sachen. Unter anderem ein Kaninchenkopf, so wie ich das verstanden habe, der recht begehrt ist. Wo ist der Boss? Was jetzt neu dazu kam seit gestern, seitdem ich hier war, ist die Ostereiersuche. Ostereiersuche, das reizt mich ja wirklich. Zur Ostereiersuche, ja, okay. Wo? Hat man dann woanders hingeportet? Huch. Hallo Sina. Hi Carl. Wie süß. Ja, zurück zur Lobby. Achso, lesen wir es mal. Neue Runde starten. Was haben wir hier? Finde innerhalb von 5 Minuten so viele Eier wie nur möglich. Jedes Osterei enthält kleine Überraschungen für dich. Schlage auf die Eier, um eine Belohnung zu erhalten. Es werden mindestens 4 Spieler benötigt. Viel Spaß beim Suchen. ja, ich muss wahrscheinlich einfach jetzt suchen. Das ist interessant. Da hinten habe ich ein Ei gesehen. Hier ist ein Ei. Bekomme ich was? Ja, ich habe was bekommen. Das macht ja einen Spaß, das gibt's doch gar nicht. Sowas liebe ich doch. Ein Drachenei? Gibt es jetzt einen Drachen? Mensch, da gib mir den. Ups, nee, geht nicht. Ich glaube, das war ein nicht so richtiges Ei. Ja, das war was. Gab auch was. Hier gibt's was. Das ist ja Wahnsinn. Na komm schon. Her damit. Gratis Loot. Und da oben komme ich nicht hin, oder? Habe ich nicht Doch, habe ich gekriegt. Ja. Gott, was gibt das denn alles hier? Oh, Emeralds. Ne, die Torches sind von mir. Endrot. Ich mache hier mal ein kleines bisschen Platz. Ich glaube, viel Zeit ist nicht. Mal schnell ein bisschen weitersuchen. Also, okay. Das hier wäre ein Ding, ne? Mensch, geht aber nicht. Okay, wollen wir da oben haben wir noch eins. Gut, versteckt sind hier auch noch ein paar. Das macht ja richtig Spaß. Und das ist jetzt... Ich weiß nicht, wie oft man das jetzt besuchen kann. Die Ostereiersuche. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass man so oft hin kann, wie man möchte. Ist wahrscheinlich begrenzt. Das macht ja Spaß. Jawohl. Oh, ui. Kann ich überhaupt was kaputt machen? Ne, kann ich nicht. Ja, kriegt man auch so. Da oben weiß ich gar nicht, kommt man glaube ich so jetzt nicht hin. Nee, ich sehe nichts, aber ich schaue einfach mal weiter, bevor man sich da jetzt aufhängt an so einem Ei da oben. Okay, da hinten ist noch ein Ei. Krass, wie weit geht das denn hier? Und vor allem ist das jetzt wirklich zeitlich begrenzt? Komme ich nachher wieder zurück oder muss ich den Zurückporter finden? Ja. Da oben ist noch ein Ei. Dann gehen wir doch da mal hin. So. Ne, hier geht's nicht weiter. Hier auch irgendwie nicht so wirklich. Ach, mei. Hier hoch? Ne, auch nicht. Ja. Hier haben wir ein paar Eier. Her damit. Und her damit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Eier jetzt wirklich einzigartig sind und nicht... Huch, das wollte ich gar nicht. Und nicht wieder neu spawnen. Ich schätze mal, da kommen wohl immer wieder neue dazu. Sonst wäre das ja echt ein Ding hier, ne? Ja, hier geht's her. Da hinten sind noch Eier. Kriegen wir denn hier alles? Immer mehr Bottles of Enchanting. Gab nochmal Endrods, nochmal Emeralds. Ja, das sind doch echt nette kleine Geschenke. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt so abhasten muss. Ah, 3 Redstone noch. Na, her damit. Alles hier. Oh, und ihr! Yay! Noch 1 Minute. Ah, okay. Super. Also ist das hier zeitlich begrenzt und vielleicht darf ich auch nicht mehr wiederkommen.
Das werde ich aber auf jeden Fall nochmal testen, weil das ist ja echt, das macht, sowas macht Spaß. Mir macht sowas immensen Spaß. Da komme ich nicht ran. Mensch, da ist noch Nei. Da vorne auch noch. Element. Das ist Ostern. Das nehme ich auch noch mit. Eine Minute. Ich glaube, in einer Minute kommt dann auch das Killerhäschen. Ich vermute auch, dass man noch hinzustoßen kann, wenn die schon am Kämpfen sind. Würde ich dann auch direkt nochmal machen. Plüschi-Hasi muss mal besiegt werden. Das gibt's doch nicht. Dass ich da so kläglich gescheitert bin. Ich meine, er war ja wirklich heftig, ne? Aber trotzdem. Sowas lässt man nicht einfach auf sich sitzen. Ah ja, wo seid ihr? Na? Da ist noch nein. Ja, damit. So, was haben wir noch alles bekommen? Oh Gott. Okay, immer wieder dieselben Sachen wahrscheinlich. Nein! Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ja, es war toll! Das war toll! Zurück zur Lobby. Mal lesen, was hier sonst noch so stand. Schlage auf die Eier, um eine Belohnung zu erhalten. Es werden mindestens 4 Spieler benötigt, um eine neue Runde starten zu können. Du solltest Platz in deinem Inventar haben. Ja, wir haben noch Platz im Inventar. Ja, noch schon was essen. Geht das nochmal? Ja! Ach du Gott! Wie oft kann man das denn jetzt machen? Gibt es jetzt neue Eier oder immer noch die... Da ist ein Ei. Viele sitzen auf den Bäumen. Ich glaube, Sandu meint mich. Also der hier sitzt nicht auf den Bäumen. So, wunderbar. Da hinten war ja einer auf dem Baum, aber ich weiß nicht genau, ist das die richtige Entscheidung, da runter zu gehen? Oh, ja, es ist genau die richtige Entscheidung. Dann mal auf hier. Und jetzt diesen Sprung bitte nicht verhunzen. Gott sei Dank. Oh, es gab Goldnuggets. Naja. Ach, laufen wir einfach weiter. Autsch. Hier gibt es doch bestimmt auch ein paar. Ja, die Eier auf den Bäumen sind auch ein bisschen schwierig zu kriegen. Ja? Es ist, ich finde auch ein bisschen ungewöhnlich für Ostereier auf dem Baum. Das ist schon hart. So, hier übers Wasser sind wir wahrscheinlich schneller. Vielleicht bin ich jetzt hier auch schon aus dem Gebiet rausgerannt und hier gibt es keine mehr. Das könnte natürlich auch sein. Ist ja doch sehr weitläufig hier. Oh, da ist noch ein Ei. Also das muss ich wirklich mal fragen, wie das denn ausschaut. Ob das eine Hasenpfote... Oh, Gottchen. Da hat der Osterhase sein Pfötchen verloren. Das muss ich mal fragen, ob das hier so ist, dass wirklich die Eier nur einmalig hier sind. Und wenn jetzt alle abgefrühstückt sind, dann war's das. Oder ob die hier ständig neu nachspawnen. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht so sicher. Also interessant wäre es schon, wenn die jetzt einmalig hier wären. Aber dann sind die natürlich auch irgendwann weg. Aber wenn das Ganze hier eine Woche lang gehen soll, das ganze Event. Das heißt, ihr habt alle noch eine ganze Woche lang Zeit, um hier ordentlich Kram, oh Gott sei Dank, abzustauben. Was haben wir jetzt alles wieder? Ja, hier, immer noch die hier. Oh, viele Emeralds. Oh, da wartet ein Book of Enchanting auf uns. Nee, Quatsch. Enchanting auf, Reparatur. Ein Reparaturbuch. Mein Gott. Enchanting, ja. Oh Gott, Konkurrenz. Mending. Das Wort habe ich gesucht, meine Güte. Ja, Konkurrenz, jetzt muss ich mal Gas geben. Oh, meine guten Eier. Ich brauche mehr Eier. Mehr. Dein. Oh, hier mit der Elytra, ne? Wäre nicht dumm. Das wäre schlau gewesen. Oh, Gott sei Dank. Komm. Mein Ei. Auch mein Ei. Was war das? Hat so komisch gebritzelt. Was gibt's denn noch? Ja, viel Glowstone. Das ist fantastisch. Das ist richtig toll, was da drin ist. 2 Dias schon. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Wahnsinn. Oh Gott, schnell.
so macht Ressourcensammeln richtig Spaß. Also wenn das hier stetig so weitergeht und die Eier nachspawnen, ich glaube, dann bin ich des Öfteren hier. Dann nutze ich das mal. Wunderbar. Noch eine Hasenpfote? Man will gar nicht mehr von den Bäumen runter. Es macht echt Sinn, hier oben zu bleiben. Ist da hinter irgendwas? Nee, das war ein Blümchen. Riesenbaum. Komm, hoch da, Mensch. Hinten sehe ich was. Hier oben auf dem Ding ist natürlich nichts. Gibt's ja gar nicht. Nee, da nicht, da nicht. Da hinten ein paar sogar. Komme ich denn da irgendwie hin? Ich weiß ja nicht. So. Gut. Dann so. So, jetzt ja nicht runterfallen. Okay, da drüben. Und das hier. Ich sehe jetzt gerade keine Eier mehr. Da hinten vielleicht in diesem Wäldchen. Arbeiten wir uns mal dahin vor. Nicht so. So, so. Oh, das war's schon. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ja, es war Hammer. War richtig gut. Mal schnell raus hier. Ich will nämlich noch ein bisschen Rabbit kämpfen. Jetzt bin ich zufällig darauf geraten. Okay. So, 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 so. Fantastisch. Was für ein Hammerzeug. Gefällt mir gut. So. Zu wenige. Habe ich irgendwas eingesammelt? Sag mal, das wollte ich aber nicht. Ups, nee. Ein G gesammelt. Ja, ja. Aber dann müsst ihr mir genau sagen, was, weil bei mir kam nichts Neues dazu. Wenn das jetzt Emeralds waren, dann haben die sich bei mir einfach gesteckt. Ich, Na, meldet sich keiner? Na gut, dann ist es jetzt meins. Habe ich ein bisschen was vom Loot abgegriffen. Hier wird aber fair geteilt, glaube ich. Was? Nee. 560 Sekunden, das ist ein bisschen. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus. Ja. Also, ich habe in der letzten Aufnahme gesehen, ich stand immer so weit von diesen kleinen Viechern weg. 150 Euro ist natürlich sehr teuer, aber ich muss das unbedingt nochmal ausprobieren. Und deswegen gehe ich da jetzt nochmal rein und ja, bis hinten zum großen Häschenkampf dauert es ein bisschen. Versuchen wir es einfach mal. So, vielleicht kriege ich jetzt ein paar mehr. Komm schon, komm schon, komm schon. Die sind echt schwer zu kriegen, ne? So, schön dicht dran. Oh, man kommt ja echt nicht ran an die. Ja, ja. Naja, genauso viel wie letztes Mal. Na komm schon, ran. Ja, 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 ja. Oh Gott. Ich höre es quieken. Ja, ich muss echt einfach nur näher ran, ne? Näher ran muss man. Ist das anstrengend? Oh Gott, Hilfe, Mensch. Ja, noch eins. Oh Gott. Ich glaube, diesmal könnte es sich vielleicht lohnen für 150 Euro. Das war's. Hasenjagd wurde beendet. Was habe ich denn, was habe ich denn bekommen? Was? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt bekommen habe. Hat sie das hier auch drauf gesteckt? Oder gab es einfach irgendwie gar nichts? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Keine Ahnung. Steht hier irgendwas? Nee. Hasenjagd wurde beendet. Hm. Okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal mehr als ein Häschen erwischt. Was ich jetzt bekommen habe, weiß ich nicht. Muss ich nachher in den Aufnahmen mal gucken. Ihr könnt ja gerade mal ein bisschen zurückspulen und könnt ja mal gucken und vergleichen, was ich vorher hier drin hatte. Was es jetzt ist. Keine Ahnung. Also ich glaube, die Ostereiersuche ist das Allerlohnendste, wenn ihr unbedingt ein paar Sachen haben wollt. Das kleine Häschen-Bashing hier ist ein bisschen brutal, macht aber echt auch Spaß.
150 Euronen ist natürlich ein gewisser Kostenpunkt, deswegen kann man das nicht ganz so oft machen. Aber ich vermute, wenn man hier auch so ein paar Häschen killt oder so, dass man auch was ganz Ordentliches gewinnen kann. Vermute ich mal. Ich frage den Sandu deswegen nochmal. So. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch hinten dieser große Bossfight übrig. Sind sie schon dran? Oder noch nicht? Noch nicht. Das dauert hier wahrscheinlich noch ein kleines bisschen. Ich würde sagen, für die heutige Aufnahme war es das jetzt erstmal. Den großen Häschen-Bossfight, den seht ihr morgen. Dann toll, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Folge. Ciao.